Nach den langen Wintermonaten eröffnet der MSC Bocking seit Jahren die Rennsaison mit dem zur Tradition gewordenen Speedway 6 Länderkampf. So auch am Ostersonntag, den 20. April 2003 mit Fahrern aus Dänemark, Italien, Tschechien, Ungarn, Österreich und Deutschland. Nach den offiziellen kam die dänische Mannschaft mit den Fahrern Jesper B. Jensen, Charlie Jetti und Ronny Pedersen. Die Italiener mit Christian Miotello, Simone Terenzani und für den verletzten Andrea Maida wurde Herbert Rudolph eingesetzt. Für Deutschland, da kamen der Langbahnweltmeister Robert Barth, Hans-Jörg Müller und Martin Smolinski an den Start. Ich begrüße Sie also in Bocking und wünsche Ihnen für heute einen fairen Wettkampf, viel Erfolg, alles Gute und natürlich keine Verletzungen. Start zum ersten Lauf. Robert Barth ganz außen, eine absolut schwierige Startposition. Ende der Gegengeraden stürzt der Italiener Simone Terenzani. Robert Barth konnte nicht ausweichen und landete unsanft an der Bretterwand. Es sah böse aus. Oh, da sind sie böse aufgeschlagen, die beiden. Dabei zu sein. Robert Barth, ein harter Bursche. Er hatte sich schnell erholt und eilte unter dem Beifall der Zuschauer zurück ins Fahrerlager, um beim Wiederholungslauf mit dabei zu sein. Ohne den Sturzverursacher Terenzani wurde neu gestartet. Ronny Pedersen aus Dänemark hier in Führung nach Ende der ersten Runde. Robert Barth kämpft um den Anschluss an die Spitze und versucht an den zweitplatzierten Antonin Zwart aus Tschechien heranzukommen. In die letzte Runde geht es jetzt. Und es siegte Ronny Pedersen aus Dänemark vor dem Tschechen Antonin Zwart. Robert Barth wurde Dritter. Und das nach diesem spektakulären Sturz. Ja, das ist wirklich ein Sonderapplaus wert, dieses Rennen in Martin Smolinski. Martin Smolinski startete im zweiten Lauf ebenfalls ganz außen. Am Kurvenausgang stürzte der Däne Jesper B. Jensen und Smolinski wurde dadurch so behindert, dass er den Anschluss verlor und nur den fünften Platz belegen konnte. Diesem klasse Fahrerfeld keine Chance mehr für den Martin nach vorne zu fahren. Im dritten Lauf musste auch Hans-Jürgen Müller von der Außenbahn ins Rennen gehen. Miroslav Fenzel übernahm vor Pepi Rudolph und Charlie Jetti die Führung. Die 18, das ist Miroslav Fenzel aus der Tschechischen Republik in Führung.
Hans-Jürg Müller an letzter Position. Und er fiel nach einem Ausrutscher dann ganz aus. Letzte Runde in diesem dritten Lauf. Gewonnen hat Miroslav Zenzl und holte somit 5 Punkte für Tschechien. Pepi Rudolf wurde Zweiter und holte für Italien 4 Punkte. Der Däne Charlie Jede bekam für seinen dritten Platz 3 Punkte. Deutschland ging leer aus. Rennen 4. Der Ungar Attila Stefani und Ronny Pedersen aus Dänemark kämpften vom Start weg um Platz 1. Martin Smolinski lag an dritter Stelle. Doch der Tscheche Miroslav Zenzl kam immer näher und verdrängte letztendlich Smolinski auf den vierten Platz. So blieb es dann auch bis ins Ziel. Pepi Rudolf wurde Fünfter und Markus Fischler aus Österreich Sechster. Im fünften Lauf, da kämpfte Robert Barth mit Charlie Jede und Laszlo Csatmari verbissen um die ersten Plätze. In Führung hier der Däne Charlie Jede. Ganz dicht hier zusammen die drei Führenden, Jede, Csatmari und Barth. Gewonnen hat diesen Lauf Nummer 5 der Däne Charlie Jede vor Laszlo Csatmari aus Ungarn. Dritter wurde Robert Barth vor dem Österreicher Manuel Hautzinger. Christian Miotello aus Italien belegte den fünften Platz. Und letzter wurde der Tscheche Tomas Suchanek. Nach 8 Läufen führten die Ungarn mit 32 Punkten überlegen vor Dänemark mit 28 Punkten. Deutschland mit 13 Punkten auf Platz 5. Aber jetzt wurde zum Angriff geblasen. Das spektakulärste Rennen des Abends war Heat Nummer 9. Hier lieferte sich der junge Olchiner Martin Smolinski einen harten Kampf mit dem Ungarn Laszlo Csatmari. Die Bilder sprechen für sich. Rad an Rad, 4 Runden lang. Keiner gab nach. Ständiger Führungswechsel. Letzte Runde.
wurde der Ungar Laszlo Csatmari von Martin Smolinski und Manuel Hautzinger aus Österreich. Aber die Zuschauer waren begeistert. Willi König Martin. Auf geht's, Sonja will euch hören, liebe Freunde. Ganz toll hat er das gemacht. Auch im 13. Lauf sorgte Martin Smolinski für Spannung bei den Zuschauern. Denn der Martin kämpfte hier mit dem bis dahin ungeschlagenen Ungarn Csandor Tichany um den Sieg. Das hat er gut gemacht. Jetzt bin ich gespannt, ob er hier diese Position halten kann. Ob da was geht hier in diesem Lauf. Csandor Tichany an der Spitze vor Martin Smolinski. Doch der Ungar setzte sich ab und er gewann auch vor Smolinski. Aber Smolinski fuhr sich an diesem Abend in die Herzen der Zuschauer. Letzte Runde. Ungarn vor Deutschland. Dritter wurde Antonin Swart vor Ronny Pettersen Dänemark und Manuel Hautzinger Österreich. Tolle Stimmung im Bockinger Stadion. Hans-Jörg Müller war der Held des 14. Laufes. Er übernahm sofort nach dem Start sensationell die Führung. Hinter ihm kämpften der Ungar Laszlo Csatmari und der Däne Jesper B. Jensen um Platz 2. Hans-Jörg Müller erkämpfte an diesem Abend den ersten und einzigen Laufsieg für Deutschland. Zweiter wurde Laszlo Csatmari aus Ungarn und dritte der Däne Jesper B. Jensen. Und auch Müller kann schon Willi fahren. Das Ergebnis Rennen 14, Platz 1, die Startnummer 3. Hans-Jörg Müller, 5 Punkte für die deutsche Mannschaft. Im Rennen 16 übernahm Robert Barth die Führung. Die Zuschauer jubelten. Endlich holten die Deutschen auf. Anfang der zweiten Runde übernahm der Ungar Attila Stefani die Führung. Robert Barth wehrte sich noch dagegen, musste sich aber dann mit dem zweiten Platz begnügen. Drittplatzierter wurde in diesem Lauf der Tscheche Miroslav Fenzel vor dem Österreicher
Fritzi Wallner. Mit Hans-Jörg Müller, Martin Smolinski und Robert Barth schaffte es an diesem Ostersonntagabend 2003 endlich wieder einmal eine deutsche Mannschaft aufs Treppchen zu kommen. Wenn auch nur als Dritter. Doch die Freude bei den Zuschauern und auch bei den Fahrern war riesengroß. Die Deutschen freuten sich riesig über ihren dritten Platz und die erkämpften 48 Punkte. Wie das natürlich immer bei internationalen Veranstaltungen so ist, für die Siegermannschaft, für das Team aus Ungarn, die ungarische Nationalhymne. Sieger wurden die Ungarn mit 79 Punkten. Den zweiten Platz erkämpften sich die Dänen mit 55 Punkten. Und eine Sektdusche nach dem Rennen gehört immer mit dazu. Vierter wurden mit 41 Punkten die Tschechen, vor den Italienern mit 25 Punkten. Sechster mit 22 Punkten waren die Österreicher. Und während sich schon etliche Fahrer auf der Heimfahrt befanden, da schrieb der Martin immer noch Autogramme im Stadion.